Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Das war aber nichts. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Suche nach Android-Augenzeugen. Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Liegt direkt gegenüber. Mit perfektem Blick darauf ist natürlich das hier. Also die direkt gegenüberstehen sind natürlich sehr verdächtig. Wir wissen nicht, was passiert ist. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Ja, die Dame, die ging mit Blick auf die Tür. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Mit Blick auf der Tür. Die hat immer womöglich was gesehen. Bitte bestätigen Sie den Kauf. 30 Euro für 30 Minuten. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Ebenklappe. Sind ja nur Androiden. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Körperkontakt. Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du? Okay, die Aufzeichnung. Aha. Da hast du doch schon was gesehen. Blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Das ist doch Gold wert. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Sie war auch mit Blick auf den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Wenn ich raten müsste. Hey, und was soll ich mit der jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Sorry, Süße. Das wer ist mit dem Typ, der hier vor der Tür tanzt? Hoffentlich. Irgendwas gesehen. Nee. Der hat nichts gesehen, der hat nur getanzt. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ihr könnt was gesehen haben. Er ist zur Tür gelaufen. Also könnt ihr da. Es könnte was sein. Aha. Wir gingen zurück in den Club. Das ist wertvoll.
Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinter... Her! Hier sind überall Androiden, verdammt! Ich hab nicht mehr viel Zeit. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss... Kenn ich nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Und jetzt mit ihm hier. Hier, hier. Aha. Da ist sie hin. In den roten Raum. Vielleicht hat er was gesehen. Nee, nix. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste hier vielleicht zu meiner gesamten Karriere. Das war wohl nix. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Stand ein Polizist davor. Und relativ sicher nichts gesehen. Nein. Ich habe die Spur verloren. Ja, komm, einer von denen muss doch was gesehen haben. Aha. Den blauen Raum, das ist ja toll. Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Minuten, das könnte klappen. Sich ablenken lassen. Den Raum. Okay, wer könnte was gesehen haben? Ja, hier. Leider nichts gesehen. Genau falsch. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Warte, er hier. Hank muss heute ordentlich bezahlen. Es muss doch irgendwo was geben. Verdammt. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Ja, ja, später. Sie hat eine gute Sicht, vielleicht hat sie was gesehen. Ah, da. In den Raum dort. Den Raum hier. Ist sie noch hier? Das Zimmer verlassen. Okay, Zimmer verlassen. Wer könnte was gesehen haben? Haben wir ihn schon kontrolliert? Dass wir was doppelt machen. Ja, ziemlich wenig gesehen. Er hat 3 Minuten nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Der Putzmann. Aha. Mitarbeitereingang. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Hier lang.
Warte! Ich übernehme das jetzt. Na. Guter. Guter Detective bin ich. Alle Hinweise gefunden. Fantastisch. Durchsuche das Lager. Hier habe ich doch schon was gesehen. Scheiße! Wir sind zu spät! Nein, nein. Um die Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ist ein blaues Blutströpfchen. Einer von denen. Der Spur folgend. Das hier irgendwo hin. Oh! Keine Bewegung! Wir haben hier mehrere. Das sein. Oha. Kann das doch wohl besser als. Oh shit. Das lief nicht gut. Mit Terminator greift an. Ist hier wirklich nicht schlecht. Na komm, aufstehen. Komm, Connor. Die lass ich nicht gehen. Verdammt. Dem Events. Verdammt. Ich darf nicht fehlen. Zwei gegen einen. Fies. Das war Notwehr. Sache zu tun. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Das stimmt, genauso wie sich Connor gerade verteidigt hat. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen ihren Geruch nach Schweiß, ihre schmutzigen Wörter. Aber du hast sie mir weggenommen.
Ich liebe sie. Ich habe sie geliebt. Na toll. Mein Gott. Ich meine, sie war unbewaffnet. Man hätte es auch verschonen können, aber in dem Moment Reflex. Ach, Mann. In Club untersuchen, Hank folgen im Tatort, Briefing anhören, Opfer untersuchen, Androiden untersuchen, Androiden reparieren, mit Androiden reden, hier hat man die Wahl. Rüge hier reingehen, zwar hätten wir auch direkt drauf sie bedrohen können. Tatort verlassen, Androiden Augenzeuge finden. Hank um Hilfe bitten, Abweichler verfolgen, Lager betreten. Das lief doch ziemlich gut, hier haben wir doch ziemlich die alle Hinweise gefunden bis dorthin. Hier haben wir was wahrscheinlich nicht gefunden hätten. Und irgendwie zu viel Zeit gebraucht hätten und ja, irgendwie dann den letzten Beweis nicht gefunden hätten. Baus Blut analysieren, Androidenvorrat untersuchen, da man nicht viel untersuchen müssen. Blauhaarigen Abweichler untersuchen. Abweichler greifen an, Kampf gewinnen, Abweichler erschießen oder verschonen. Jetzt noch ein anderes Ending gegeben durchs Verschonen. Das wäre dann, wenn man den Kampf verloren hätte, hätten es dort noch das letzte Ending und das Ending gewesen. Das Ending ist wahrscheinlich, Connor stirbt schon wieder und hier Abweichler überzeugen, friedlich. Abweichler sind gestorben. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Ich meine, die haben geglaubt, dass Slatko... Die haben auch geglaubt, dass Slatko ihnen hilft. Gut, dass Slatko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Ist das noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Sind wir bei da? Festgestellt. Was? Aktivieren. Scheinbar nicht. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Motor prüfen. Total Schaden. Oder was? Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Wir werden Schlein finden.
Achso, ja. Das ist toll, sie können es vorbei. Wir sollten mal finden eine Unterkunft. Eisigkeitsstraßen. Wie wär's mit diesem gelben Feierlot? Nur ein roter Pfeil wäre noch auffälliger. Pilotskopf. Amusement Park. Na, der sieht nicht so amüsant aus. Da drüben. Sieht ziemlich creepy aus, wenn ich ehrlich sein soll. Schon von weitem. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Verzeihung, ich bin ein bisschen müde. Würde ich gerne, dass das nicht wegen des Spiels. Man weiß verdammt spät ist. Weil ich einen harten Tag hatte. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Beide beschädigt. Für alles. Das sind keine Gebäude, das sind Stände. Unterschlupf von der Geisterbahn. Erwacht! Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Es ist wieder eine Bude. Oh, die Plastikskelette. Hier ist wirklich ziemlich creepy. Hier fällt alles auseinander. Ich will hier eigentlich um die Uhrzeit nicht mehr sein. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Ich bin schon am Suchen. Da drüben vielleicht. In dem Haus. Sieht drin sich aus. So eine Gaststätte oder so. Man essen kann. Konnte. Ich mach das. Lass den Groß mal ran. Mach doch nicht so einen Lärm. Wir sind vielleicht Leute. Na bitte. Man könnte uns decken. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer. Erstmal ein bisschen lesen. USS Iowa vermisst. Ist eine Arktis, in der Arktis gesichtet. Druiden, Band, Anwärter auf Musikpreis. Okay.
wir doch noch später mal durchlesen, falls wir sie gefunden haben. Deswegen blätter ich die mal alle durch. Ich mach das Feuer hier. Dann stört uns der Rauch nicht so. In der Decke und im Kissen. Für die Endes. Wo können wir es hinlegen als Feuer? Und zwei Jahre haben wir es zu. Luschers Tasche. Eine glückliche Familie. Genau das, was sie sich sehnlichst wünscht. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Ich weiß nicht, wie man wie sie ist, Alice. Ich hatte nie eine Familie. Aber vielleicht können wir eine werden. Auf unsere eigene Art. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. No. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Ich weiß, das war wieder ein harter Tag. Versuch etwas zu schlafen. Morgen früh sieht es schon besser aus. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Prinzessin Einhorn Ritter. Es war einmal ein Einhorn, das... Nein! Nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das keine Angst mehr haben wollte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Es war anders. Und das machte es traurig. Beyond the Souls. Dann traf es einen Roboter. Nicht ganz. Der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie sehnten sich so sehr nach Freiheit, dass sie alle überwanden. Unterwegs trafen sie einen netten Riesen, der versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Keine Ahnung. Ach, das wollte ich nicht, verdammt. Meine Moral.
Und wenn unsere zu Ende ist, erkennen wir ihre Bedeutung. Wird so eine Happy Moral von der Geschichte Ende machen. Zeit zu schlafen. Wollte sich keine Ahnung, wird schon irgendwie. Wollte ich jetzt nicht sagen. Wenn ich dir Webby in bin. Kommst du und sagst eine gute Nacht, Luther? Ja. Sorry. Ja, natürlich. Ja. Die Synchronisation. Ein bisschen mehr Feingefühl in der Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Synchronsprecher spricht das so, als würden sie dir was bedeuten. Ja. Das ist geil so.